Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Trader, zu unserem täglichen Marktüberblick heute am Dienstag, dem 18. Oktober. Ja, während hier bei uns im Süden das Wetter heute mal etwas Pause macht mit der Sonne, zumindest heute Vormittag, scheint auf einmal doch etwas die Sonne an der Börse. Denn ja, wie sich letzte Woche schon ein wenig angekündigt hatte und ja, ich da auch hier im Marktüberblick was zu gesagt hatte, scheint es tatsächlich jetzt zunächst erstmal so zu kommen. Aber dazu gucken wir uns gleich mal den Markt an. Für heute stehen noch Termine hier auf der Agenda, die ZTW-Konjunkturerwartungen und ja, die aktuelle Lageeinschätzung in Deutschland sowie heute Nachmittag in den USA die Daten zur Industrieproduktion. Ja, diese Woche nicht ganz so viele Notenbanker, die sprechen. Heute Abend noch einmal EZB-Mitglied Schnabel und Buba-Präsident Nagel. Also, dann gucken wir mal uns die Charts an. Denn ja, hier im S&P 500, wie gesagt, wir hatten hier eine Wahnsinnsabwärtsbewegung gehabt. Das ist ja gar keine Frage. Dann haben wir immer wieder Zwischenrallyes gehabt. Wir hatten hier eine Zwischenrallye. Ja, die begann damals im März, hat uns danach, ich sag mal, etwas, ich will mal so sagen, etwas gelingt, denn es gab hier ein neues höheres Hoch im Wochenchart. Allerdings danach ist der Markt abverkauft worden. Das ging ungefähr ja von, schauen wir noch mal eben nach. Das ging vom 28.03. bis ja im Endeffekt 3 Monate fiel der Markt mit einer minimalen Zwischenkorrektur, weiteres tieferes Tief und danach haben wir dann diese Rallye über, ja, über den Sommer quasi gehabt, von Juni bis Mitte August, 2 Monate lang. Und ja, jetzt nach diesen 2 Monaten gab es eben halt von Mitte August bis, ja, wann hatten wir den Tag? 13.10. nochmal wieder eine heftige Abwärtsbewegung. So, also das heißt, das übergeordnete Bild ist weiterhin natürlich im Short, aber was man hier sieht, was die Software hier einzeichnet, ist ein sogenanntes, ja, ein 1, 2, 3, ein Signal aus der Markttechnik. Das muss man hier allerdings im S&P noch ein bisschen mit dem Auge genau suchen. Deswegen ist das immer, ja, solche Signale immer mit Vorsicht zu genießen. Aber wir haben hier quasi das erste Tief, denn hier am 17.10. das zweite, also ein höheres Tief. Und jetzt heute im Future eben halt das erste Mal ein höheres Hoch. Also wir haben hier quasi das erste Tief, dann ein höheres Tief und eben halt jetzt zweimal, also ein höheres Hoch. Und das erfüllt dann die Bedingung für ein 1, 2, 3, ein Trendwechsel quasi oder einen neuen Trend auf Tagesbasis hier im S&P 500. Schauen wir uns die anderen Märkte an, die sehen genauso aus, im Nasdaq ebenfalls. Hier ist das erste Tief, hier ist das zweite Tief, was höher liegt als das erste. Und hier ist das neue Hoch, was höher ist als dieses Hoch, sodass wir jetzt eben halt auch hier die Bedingung für einen Aufwärtstrend haben. Und am besten, hatte ich ja schon mal gesagt, oder sehr, sehr gut sieht der Dow Jones aus, denn der hatte sich eben halt hier besonders stark gezeigt in der letzten Woche und hat auch dieses Tief hier ja nur noch mal angetestet, das Tief vom 3.10., aber es wurde nicht nachhaltig unterschritten. Und nun sehen wir eben halt Folgendes, das hatte ich gestern im Marktausblick angekündigt, man konnte dieses Hoch nehmen zum Beispiel oder auch dieses Hoch, um sich einstoppen zu lassen, sodass wir jetzt hier die Bedingung für ein Long Trade erfüllt haben. Im Prinzip ein Doppeltief und ein neues 1, 2, 3. Also eigentlich ein sehr gutes Setup. Allerdings natürlich muss man dazu sagen, gegen den Haupttrend, also gegen das übergeordnete Bild. Aber aus Sicht der Markttechnik gibt es ja quasi über der Trendgröße großer Trend, nämlich dem Trend auf Tagesbasis nichts. Also das heißt also zumindest nicht im Aktienmarkt. Ja, so dass wir davon ausgehen, dass jetzt hier der Trend erstmal Bestand haben wird und man kann sich hier gut absichern unter diesem Tief bei 29.600 Punkte ungefähr. Im Future ist das.
Ne, wenn man jetzt zum Beispiel ein Cash-CFD handelt, dann sind die Preise hier abweichend, die Kurse. Schauen wir uns nochmal kurz den Russell an. Der ist ja der marktbreiteste Index. Es gab hier bereits schon mal ein Long-Signal in der letzten Woche. Dann haben wir hier nochmal minimalst das Tief unterschritten, also wirklich nur auf kleinere Ticks. Und nun haben wir auch hier ein neues Long-Signal. Also der Russell mit seinen 2000 Aktien in RTY Future, den muss ich anschauen, der ist halt ein sehr marktbreiter Index, sodass der hier auch Aussagekraft hat. Und ja, das tatsächlich gut aussieht, dass wir hier erstmal jetzt zumindest temporär ja, eine Erholungsbewegung sehen werden. Im DAX tatsächlich, wie ich auch hier im Marktüberblick gesagt hatte, genauso. Wir haben hier jetzt den Breakout gesehen nach oben. Ja, und jetzt, das ist allerdings natürlich ziemlich weit weg, müsste man sich hier eigentlich absichern bei rund 12.000 Punkten. Das wär mir halt schon etwas zu weit weg. Deswegen habe ich jetzt hier den Dow genommen. Und ja, ansonsten könnte man eben halt beim DAX auf eine kleine Korrektur warten und dann schauen, dass man reinkommt in die hoffentlich dann stattfindende nächste Aufwärtsbewegung und sich dann eben halt dort absichert. Ja, besonderes Augenmerk müssen wir einfach auf die Zinsfutures legen. Denn wenn wir jetzt hier doch eine nachhaltige weitere Abwärtsbewegung sehen, also dass die Zinsen hier in dem Fall der ZN Future, also die 10-jährigen US-Staatsanleihen, wenn die jetzt doch nachhaltig hier neue Tiefs machen, also die Renditen doch noch weiter anziehen, dann müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Im Moment sieht es hier nach Stabilisierung aus, aber trotz allem, man muss hier besonders wachsam sein, denn ja, dann kann das eben halt einfach nur am Aktienmarkt Eindeckung von Short-Positionen zum Beispiel sein, also Gewinnmitnahmen auf der Short-Seite. Und dass eben halt nach diesen Signalen, die wir jetzt haben, nichts mehr kommt. Also da müssen wir auf jeden Fall besonders wachsam bleiben. Wie sieht Öl aus? Ja, also im Öl ist es so, wir hatten ja hier, das zeichnet die Software nicht ein kleines Long-Signal an dem Tag, am 3.10. Danach ging der Markt erstmal ordentlich aufwärts. Ich hatte so das hier als Gewinnzone auch angesagt hier. Jetzt kam die Korrektur und nun könnte man eben halt schauen, wenn der Markt ja hier wieder rüber tendiert, also es wäre gar kein schlechtes Setup, sich hier, sage ich mal halt, reinzubegeben in den Trade. Also wenn man sich zum Beispiel hier drüber einstoppen lässt und hier unter dieser Kerze seinen Stop-Loss macht, oder man wartet eben halt nochmal ab. Das wäre die sicherere Variante, indem man halt sagt, okay, ich warte ab, ob dieses Kerzenhoch von gestern überschritten wird. Dann haben wir ja eine kleine Umkehrformation im untergeordneten Trend, im Stundenchart. Und dann könnte man sich eben halt schauen, wie diese Kerze hier gelaufen ist und dann eben halt über dieser Kerze einstoppen lassen und den Stop-Loss hier unten drunter legen. So, zu guter Letzt nochmal Gold. Ja, Gold, also richtig. Also ich sehe hier im Moment immer noch nichts zu tun. Übergeordnetes Bild war abwärts gerichtet. Wir hatten hier eine kleine Korrekturbewegung. Die hatten wir gehandelt auf der Long-Seite, auch erfolgreich gehandelt. Ja, und jetzt läuft der Markt weiter runter. Allerdings, wie gesagt, ich sehe hier im Moment kein schönes Setup, sich hier rein zu begeben. Ja, also ich drücke uns allen die Daumen, gerade den Investoren, sage ich mal, die halt langfristige Depots auch haben, dass eben halt jetzt ja, dieser Bärenmarkt dann zumindest erstmal Halt findet. Ob das jetzt tatsächlich das ja, finale Tief war, das wird man immer erst in der Rückschau sehen. Ich bin auf jeden Fall erstmal zufrieden, denn ich habe bei mir in meinem langfristigen Depot tatsächlich bei 10.500 Punkten. Hier unten habe ich mein Nasdaq-ETF noch aufgestockt. Also im Moment habe ich damit einen Glücksgriff gelandet. Das kann man auch gar nicht anders bezeichnen, denn alles andere, wenn man jetzt sagt, das würde man planen, sowas, dann das ist also, ja, ich sag mal Blödsinn, aber ich mache das immer ganz gerne, wenn ich halt so wirkliche Sell-Offs sehe, dass ich dann halt zugreife und mein langfristiges Depot aufstock. Und natürlich nicht mit allem, was man hat, sondern in solche Situationen, da sollte man sich idealerweise
gestaffelt hineinbegeben, also dass man halt immer wieder in Tranchen halt kauft. Und auf jeden Fall ist immer eine gute Idee, Sparpläne weiterzuführen, denn ja, Cost Average ist ja eigentlich weitestgehend bekannt, dass man eben halt, ja, wenn der Markt fällt, da eben halt einfach günstig nachkaufen kann, günstige Kurse nutzt. Und ja, sowas sollte man halt immer mit einem, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, auf jeden Fall immer fortführen. Also in dem Sinne, ich bin gespannt, was heute, ob heute dieses Hoch halten kann, nämlich 15:30 Uhr, wenn die US-Börsen aufmachen, dann wird es auf jeden Fall interessant. Kommen hier Anschlusskäufe oder war das nur jetzt, sage ich mal, im vorbörslichen Handel? Gestern hatten wir bereits einen super starken Tag, der Nasdaq mit über 3% im Plus. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob dieses Hoch hier ja, verteidigt werden kann. Also, dass jetzt nicht heute sofort zum Opening wieder Gewinnmitnahmen kommen und der Markt auf die andere Seite kippt. Also, wie gesagt, wenn ich mir insgesamt den Markt anschaue, der Nasdaq deutlich über 20% hier gefallen, aufs Jahr glaube ich minus 36%. Oder ja, das ist natürlich schon Wahnsinn. Und jede Bewegung hat irgendwann mal ihren Endpunkt erreicht. Wie gesagt, man muss sich das halt so vorstellen wie ein Gummiband. Die Short Trader sitzen hier auf ihren dicken Gewinnen, die halt zum Beispiel hier bei der Jackson Hole Rede von Jerome Powell short gegangen sind. Die sitzen hier natürlich auf dicken Gewinnen und irgendwann muss man die natürlich auch mal realisieren. Und da ist das dann so, dass sich eben halt besonders eben halt diese Vortiefs anbieten und dann vielleicht, so wie in dem Fall, läuft der Markt noch ein Tickchen weiter, aber ja, hat dann eben halt sehr stark an Dynamik verloren, hat dann nochmal so einen Sell-off-Tag gehabt mit einem Reversal. Ja, und nun sagen wir, haben wir hier eine Bewegung, zumindest im Future, also noch nicht im Kassamarkt, die eben halt ja auf eine Erholungsbewegung, auf eine erneute kleine Bärenmarkt-Rallye schließen lässt. Wie gesagt, wie viel und wie lange und wie weit die geht, werden wir sehen. Aber die letzte Bärenmarkt-Rallye, wenn ihr euch das anschaut, die hat hier schon einiges an Punkten gebracht. Ja, ob das jetzt natürlich genauso sein wird, das weiß man nicht. Dafür kann man ja vielleicht mal sich ungefähr die Hälfte dieser Strecke hier anpeilen, bis wohin die gehen könnte. Also hier haben wir erstmal einen Widerstand im Nasdaq hier bei 11,7 ungefähr. Dann haben wir hier einen Widerstand und hier einen Widerstand. Also das heißt, das Widerstände sind dann auch Bereiche, wo man Gewinne gut mitnehmen kann, je nachdem, wie viel Mut man hat, wie weit man den Trend jetzt laufen lassen möchte. Also in dem Sinne, ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag und ja, viele Grüße und bis morgen. Tschüss.